14 cruise ships, 6 airlines with more than 130 aircraft, 1,800 travel agencies, over 300 hotels and 180 destinations make us the world's leading tourism group. Our people are the ones who make it all happen. More than 67,000 employees who embody shared values. People with extraordinary stories, each as unique as their fingerprint. We and our stories are what make TUI more than just a travel company. Mein Name ist Samuel Kuhn, ich bin 27 Jahre alt. Ich hatte sehr lange Unihockey selbst gespielt, bis auf höchste Niveau, also Nationalliga A-Stufe. Unihockey ist eine sehr junge Sportart, die vor allem in Schweden, Finnland, Tschechien und der Schweiz verbreitet ist. Sehr dynamisch, sehr schnell, viele Tore, viel Action, viele Zweikämpfe. Also es ist wirklich eine sehr spannende Sportart. Unihockey für Straßenkinder, der Verein, der war mir bekannt, weil sie manchmal an die Heimspiele der Kloten-Bülach-Jets kommen. Und das kam mir dann irgendwie in Erinnerung, dass die so Einsätze anbieten in Ländern mit sozialen Brennpunkten. Und ja, dann habe ich die Reise nach Nepal gesehen und das hat mich direkt fasziniert. Seit 2011 arbeite ich nun bei der TUI. Unsere Aufgabe ist es, eben eine ertragsoptimierte Steuerung der Hotel- und Flugkomponenten unserer Charterflüge vor allem. Der Einsatz in Nepal dauerte circa 3 Wochen mit dem Ziel, dort in einem Bergdorf einen Sportplatz zu bauen. In diesem Projekt ging es darum, vor allem Straßenkindern eine Perspektive zu bieten. Der Alltag in Nepal dreht sich für die Kinder vor allem darum, kriege ich etwas zu essen, kriege ich ein Dach über dem Kopf, überlebe ich überhaupt den heutigen Tag? Und das sind so ihre Probleme, während wir uns hier in der Schweiz vielleicht mit Problem beschäftigen, welche Weiterbildung soll ich machen, was soll ich mit meinem Leben anfangen, also eigentlich Luxusprobleme. Es gibt wichtigere Probleme als unsere. Ich habe mich für Unihockey für Straßenkinder entschieden, weil ich einerseits natürlich den Unihockey-Sport sehr liebe, andererseits sagt mir auch die Zusammenarbeit mit Kindern sehr zu. Ich mache das gerne, ich leite auch gerne in ein Training. Und eigentlich war das die beste Entscheidung, Nepal kennenzulernen. Beeindruckend für mich war vor allem auch, wie sehr mir die Kinder ans Herz gewachsen sind. Einfach die Freude, die Kinder an den Tag legten, wenn wir mit ihnen etwas unternommen haben, Unihockey gespielt haben, gegessen haben, einen Ausflug gemacht haben. Das wird mir fürs Leben bleiben. Als wir da im Jangrital waren für diesen Sportplatzbau, da gab es natürlich keine sanitären Einrichtungen. Wir hatten uns gewaschen in einem Fluss. Es war eine Grenzerfahrung, nicht das luxuriöse Leben aus der Schweiz zu haben. Eine Ähnlichkeit zu unserer Kultur habe ich insofern gesehen, dass die genauso begeisterungsfähig für den Sport sind. Dass auch hinter diesen Kindern Menschen stecken, die einfach Kind sein wollen, die Freude haben, die Spaß haben wollen. Von dem her fiel der Abschied schon nicht ganz leicht und ich muss auch zugeben, 1-2 Tränen sind schon geflossen.